So, Viertel vor elf, unsere letzte Etappe ist gerade gestartet. Wir haben jetzt noch 5-6 Kilometer auf dem Emsradweg, dann endet der, dann sind wir in Emden. Ja, und von da aus entweder fahren wir querfeldein nach Norddeich hoch. Alternativ könnte man, glaube ich, noch wieder Dortmund-Ems-Kanal-Route nehmen. Oder wo wir auch drüber nachdenken, ist, das wird wahrscheinlich am wahrscheinlichsten sein, die Nordseeküstenroute von Emden nach Norddeich. Ja, die führt auch über Hilsum, Greziel. Aber hängt ganz stark davon ab, wie sich das Wetter entwickelt. Im Moment ist es sehr windig und ja, der Wind bläst direkt von vorne. Man sieht es auch da hinten an dem Windrad. Noch direkter könnte er gar nicht sein. Aber wir haben gut gefrühstückt. Ist vielleicht nicht schlecht, um das Frühstück wieder zu verdauen. Ich breche mal hier ab. Ich glaube, man hört jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viel. Wir radeln einfach mal los. Das geht ja gut los. 15 km/h. Ich nicht am Treten. Der Wind kommt knallhart von vorne. Wahnsinn. Naja, hört bestimmt gleich wieder auf. Das hört bestimmt gleich wieder auf. Oder macht doch Spaß, oder nicht? Lass uns zur Nordsee fahren, hat sie gesagt. Das wird Spaß machen. So, jetzt hinterm Deich. Immer noch windig, aber nicht mehr ganz so doll. Ein bisschen geschützter. Ja. Aber wir kämpfen uns durch. Startet und endet der Emsradweg. Weiter geht es nicht. Sind schon ein Stückchen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, und jetzt werden wir den Nordseeküstenradweg nehmen und weiter durchstarten Richtung Norddeich. Unser Endziel. Emden Port, Emden Lock. Da sind wir. Da sind unsere Fahrräder. Grimaldi Lines. Geschafft. Jetzt müssen wir die Tourenkarte ändern und schauen, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass der Wind nicht ganz gut ist. Aber das hält uns jetzt auch nicht mehr auf. Um es offiziell zu machen, hier ist Anfang und Ende vom Emsradweg. Das lesen wir uns zu Hause noch mal durch. Mache ich gleich noch mal ein Foto von. Ja, und wir sind, wo sind wir eingestiegen? Hier in Rhein, Serbeck, da. Von da bis nach da sind wir gefahren. Und von hier kommen wir. Man sieht meinen Finger gar nicht. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft.
Jetzt fahren wir in Emden ein. Wollen da noch mal kurz zum Ottohus mal schauen. Und von da aus geht es dann weiter zum Nordseeküstenabschnitt. Ja, auch ein paar Bötchen, die hier rumstehen. Auch schön hier. Sag ich mal nur. Ein Ottifant. Der bricht? Oder was macht der? Wieso hast du einen brechenden Ottifant? Mach den Küssen dann bitte, ja? Okay. Ja. Oh, der ist gut geworden. Ja, der ist besser als meiner. Ja. Der ist gut. Der ist schon besser als meiner. Küssener Ottifant aus dem Ottohus. Genau, da steht's. North Sea Cycle Route. Ah, dieses blaue Fahrrad. Ja, und wir können jetzt entweder Dortmund-Ems-Kanal hochfahren. Nö. Nö, nein, wir fahren an der Küste entlang, genau. Und Kampen hinter, aber erstmal da entlang. Und fahren jetzt Richtung Kampen. Ja, ich denke, da sparen wir ein paar Kilometer durch, als wenn wir jetzt komplett an der Küste entlang gefahren wären. Aber es ist auch sehr windig und deswegen ist es vielleicht etwas besser, wenn wir hier im Landesinneren mehr oder weniger jetzt Richtung Küste Richtung der Westküste von Nordfriesland hier fahren. Ja, und dort vielleicht dann Richtung Greetsiel und dort, da ich dann vom Wind getragen werden. Wir haben, glaube ich, so leichten Südwestwind, so wie das aussieht. Ja, wir kämpfen uns so durch. Jetzt sind es noch 8 Kilometer, dann sind wir in Kampen. Wir sind jetzt 20 Kilometer gefahren. Es läuft gut und wir lassen uns Zeit. Hat sich einen sehr schönen Radweg ausgesucht, kann man nicht meckern. Geht jetzt noch 3 Kilometer Richtung Kampen. Es
sehr ländlich, nichts los hier. Die Kühe gucken uns an. Aber wir haben mäßigen Wind. Und das bedeutet, bei knapp 60 km/h ist dann Feierabend. Aber noch haben wir den Ehrgeiz, die Motoren auszulassen. Eigentlich schleppen wir jetzt schon seit 70 Kilometer nur Ballast mit uns rum. Wenn wir es überhaupt mal angemacht haben, dann ist es vielleicht nur irgendwo um eine Brücke mal hochzufahren mit dem Sperrgepäck. Das erleichtert dann doch schon sehr. Sonst sind sie eigentlich ausgeblieben. Aber für den Fall der Fälle, wir haben sie dabei. Wenn es zu schwer wird, dann kann man immer noch drauf zurückgreifen und dann lässt man sich fahren. Naja. Kämpfen wir uns erstmal weiter gegen den Nordseewind. Ja, aber geht doch. Klar geht das. Immer geradeaus. So, vor uns ist der Leuchtturm Kampen, aber wir biegen jetzt gleich rechts ab Richtung Krummhörn. Und von Krummhörn fahren wir dann wieder zur Nordseeküstenroute weiter zum Leuchtturm Pilsum, dann über Greetsiel, ja, und dann Richtung Norddeich. Wir kommen unserem Ziel immer näher, immer weiter entgegen. Wir sind jetzt bei Kilometer 25. Windig ist es nach wie vor. Ja, nichts. Sogar so windig, dass vereinzelt schon Windräder hier runtergefahren wurden. Anscheinend, die drehen sich nicht mehr. Oder ist zu viel Strom. Ich habe keine Ahnung, was das für Gründe hat. Ich habe mal gehört, dass sie runtergedreht werden, wenn zu viel, dass sie dann gebremst werden, wenn der Wind zu stark ist. Ich weiß es aber nicht. Schreibt das in die Kommentare. Kilometer 30 und wir sind jetzt an Pesum dran vorbei und fahren jetzt Richtung Pilsum Leuchtturm. Ja, und werden da gleich auch wahrscheinlich so in 20-30 Minuten spätestens da sein. Es läuft, der Wind hat etwas nachgelassen oder er erfasst uns hier nicht so richtig. Im Moment geht es. Ein bisschen Wind hat man wahrscheinlich immer hier an der See.
Also ich habe es noch nicht anders erlebt. Richtig windstill war hier noch nie. Ja, so der Plan. Und ja, wir haben etwas abgekürzt und sind gleich wieder auf der Nordseeküstenroute, die wir dann auch weiter durchfahren werden. Also gleich sind wir draußen, Hilsum, dann Greetsiel und dann weiter Richtung Norden-Norddeich. Jetzt sind wir an der Burg Osterburg angekommen. Die haben wir auch noch nicht gesehen, die Burg Osterburg. Hier gibt es ein Café, ein Bistro und Café. Oh, das sind ja coole Stühle. Sowas brauche ich auch. Ja. Und hier ist die Burg Osterburg. Haben wir sie auch mal gesehen. Ne? Und hinter uns ein Café. Aber vielleicht machen wir uns in Greetsiel. Ach, wir wollten Eis essen in Greetsiel, genau. Wir essen ein Eis in Greetsiel, dann machen wir das auch. Ja, wir können okay. Meinetwegen vorher gerne noch irgendwo eine kurze Kaffeepause machen. Ja. Aber ich mag das Eis in der Eisdiele so gerne. Ja, kein Problem. Nee, Kaffeepause lohnt sich nicht. Wir sind ja gleich da. Ja. Ja, sollen wir weiter? Auch da eine schöne alte Kirche. Haben wir schon ein paar hier von gesehen. Überall so kleine Ortschaften, wirklich schön. ...2,9 bis Pilsum. Wir bleiben auf dem Nordseeküstenradweg. Mal einen kleinen Zwischenstopp, ein Teilstück unserer Etappe geschafft. Pilsum war oder ist natürlich ein guter Marker, um irgendwo auch zu zeigen, man hat es geschafft. Aber bis zu unserem Endziel sind es noch ein paar Meter. Wir bleiben dran. Gerade im Pilsum eingefahren, im Dörfchen Pilsum, so ein Stückchen weiter geradeaus, geht es gleich links ab und dann kommen wir am Leuchtturm vorbei. Das wird unser nächster Halt sein. Hier ist der FC Pilsum, ist hier am Kicken. So, weiter geht's. Der Leuchtturm, der Pilsumer Leuchtturm, wir kommen in den immer näher und näher. In der Ferne ist er schon zu erkennen. Und gleich sind wir da. Gerade noch im Ruhrgebiet gewesen und jetzt schon am Pilsumer Leuchtturm. Hier sieht man, wie der Deich in mehreren Schritten erhöht wurde. Sehr interessant. Schäfchen. Jede Menge kleine Schäfchen. Oh, was drehst du dich denn so auf? Na komm. Oh, wen suchst du denn? Na komm. Komm, kleine Schäfchen, komm. Na, ihr Schafe. Komm mal her. Thank you.
Ja, ist aber wirklich was los, ha? Da ist gar nichts drin, das ist nur ein Wahrzeichen, ist es. Der ist gar nicht mehr in Funktion, der Leuchtturm. Du kannst, der ist bekannt durch die Otto-Filme. Und man kann da auch drin heiraten, da ist auch ein Standesamt oben in dem Leuchtturm. Ja, und wie du siehst, kommen alle aus nah und fern, um einmal ein Foto mit dem Leuchtturm zu machen. Oder ein Leuchtturmfoto. Und dann fahren sie wieder. Guck mal, die Schlösser hängen sie auch davor. Müssen wir deine Abuskette vielleicht hier lassen und da dran anschließen, oder? Ja. So, hinter uns der Leuchtturm vom Pilsum. Wir verlassen diesen jetzt. War doch ein bisschen wie kranker Kirmes dort oben. Ja, na gut, viele Dinge gibt es jetzt hier nicht im Norden, die man sich so angucken kann. Ist klar, dass die Menschen jetzt gerade bei Hochsaison alle an solche Hotspots fahren. Naja, wir haben ein, zwei Fotos gemacht. Das reicht uns. Wir waren ja auch nicht das erste Mal da. Tja, auch hier wieder total voll. Wie das Otto-Hus auch. Ja, Otto hat für seine Region schon Gutes getan. Es zieht nach wie vor. So, jetzt fahren wir weiter nach Greetsiel und hoffentlich müssen wir da nicht Kilometer Schlange stehen, um ein Eis zu bekommen. Wir lassen uns mal überraschen. Wir fahren weiter auf der Nordseeküstenroute Richtung Norddeich. Immer geradeaus hinterm Deich, jetzt mit dem Wind im Rücken. So lässt sich mit 25 gut vor sich hinrollen. Sehr schön. Wir bleiben mal dabei. So, wir verlassen jetzt Greetsiel wieder. Die Mühlen von Greetsiel. Waren wir auch schon drin. Kann man sich Mehl auch kaufen. Auch sehr schön. Blick auf das wunderschöne, aber heute auch sehr volle Greetsiel. Wir biegen jetzt gleich rechts ab Richtung Norddeich. Wir kommen bestimmt noch mal wieder. Sehr schön. Noch 16 Kilometer bis Norddeich. So, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Fühlt sich gut? Das Eis in Greetsiel hat mir nochmal den letzten Schub gegeben. Ja, das war auch sehr, sehr lecker. Weil ja. Das war sehr, sehr voll in Greetsiel, aber das Eis war fantastisch. Ja, fand ich auch gut. Jetzt gerade rollt es. Es kam auch zur richtigen Zeit, das Eis. Ja. Kann man nicht sagen. Aber ich bin ja schon. Ja, aber nach der Tour ist vor der Tour. Ja, dann bleiben uns unsere Ruhrgebietstouren erstmal, ne? Oder im Münsterland. Oder wir planen ja schon die Via Alpia. Alpe Adria. Ah, Alpe Adria. Von Salzburg nach Grado. Grado? Grado, ne? Das ist richtig. Ja. Können wir aber wahrscheinlich dann zu zweit machen, oder? Ja. Man weiß es nicht. Ich glaube, unser Kind will dann nicht. Wahrscheinlich nicht, er ist ja noch ein Jahr älter. Wir werden sehen. We'll be right back.
Ja, Kilometer 63 und wir sind in Norderney angekommen, fast. Da hinten sieht man schon den Hundestrand, der gerade umgebaut wird. Nach links rüber ist Norderney, die Insel. Die Fähre scheint gerade rüber zu fahren. Friesia. Ja, und wir rollen jetzt noch ein bisschen vor uns hin. Ziel angekommen. Noch nördlicher geht es nicht. Ja, das heißt, es geht noch nördlicher. Da müssen wir auf die Insel in Norderney. Das machen wir auch noch, aber nicht mehr heute. Jetzt werden wir gleich erstmal unser Quartier uns anschauen, Fahrräder abstellen. Ja. Perfekt, alles gut gelaufen. Keine schlechte Leistung. Angekommen. Jetzt müssen wir den Vermieter irgendwie holen hier, ne? Unsere Ferienwohnung für 5 Tage. So. Was denn? Ja. Angekommen. Freue mich.